Eine verschwindend geringe Menge, nicht sichtbare Menge von Molekülen am Glasstab genügen, um sie zu erregen und nach den Weibchen, den vermeintlichen Weibchen, zu suchen. Damit war die Ära der künstlichen Lockstoffe eröffnet, mit denen Milliarden Schäden in Land- und Forstwirtschaft verhindert werden können. Biologischer Pflanzenschutz. Zur gleichen Zeit in Plauen. Die damalige DDR-Führung versucht ein letztes Mal, den Deutschen die Seidenzucht schmackhaft zu machen. Diktiert von chronischem Devisenmangel. Statt Fallschirmseide wird jetzt Seide für den Export gesponnen. Junge Pioniere bringen Kokons. Seide als wirtschaftliche Trumpfkarte. Sogar beim Kartenspiel wollte die DDR den patriotischen Seidenbau propagieren. Siegfried Böhm war als junger Pionier in den 50er Jahren dabei. Zur Hilfe hatten wir diese Seidenbaufibel. Wir haben da ein bisschen drin gelesen und haben festgestellt, das wäre was für uns. 2 Gramm Eier, die auf einen kleinen Fingernagel passen, war für uns unvorstellbar, dass wir daraus Seidenkokons irgendwie züchten können. Aber nach 3 Tagen haben die angefangen und haben sich entpuppt, sind auf Deutsch gesagt, vom Ei zur Raube geworden. Das war eine lustige Angelegenheit. Bis zu den ersten 10 Tagen. Nach 10 Tagen wurde die Arbeit und der ganze Spaß nämlich zum Stress. Dann entstanden regelrechte Fressorgien. Schon bei geschlossener Türe konnten wir von draußen hören, wie drinnen das Geraschel des Fressens losging. Vorne Maulbeerblätter, hinten Raupendreck. Aber schließlich zahlt sich alles aus. Die Spinndrüsen funktionieren, die ersten Fäden werden sichtbar. Und am Ende sind es 20 Kilo seidenweißer Kokons im Wert von 400 DDR-Mark. Aber man hat uns kein Geld in die Hand gegeben, sondern man hat ein sogenanntes Tauschgeschäft, Arbeit gegen Ware. Und wir haben dafür Baumwollbettwäsche erhalten. Hergestellt in der Plauener Spinnhütte. Heute produziert sie luxuriöse Seidenbettwäsche mit Importseide aus Brasilien. Ein besonders dichtes Gewebe, denn es soll daunendicht sein, kein Stäubchen durchlassen. Christoph Löning, der Chef, bekennt sich zur Exklusivität seiner Ware. Naturseide als Nischenprodukt. Die Eigenschaften der Seide, die werden oft von vielen Kunstfasern beinahe erreicht, aber auch nur beinahe. Gerade bei der Atmungsaktivität, Skibekleidung, aber auch gerade im Bett. Beim Schlafen, wo man auch sehr viel schwitzt, hat Seide immer noch wunderbare Eigenschaften, die einfach bisher nicht kopiert werden können. Selbst in ihrer Urheimat China erlebt die Seide eine Renaissance. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wollen sich immer mehr Menschen etwas Besonderes leisten. Chinas Jugend entdeckt den Charme des Alten. Tradition ist wieder in. Aber die beste Seide kommt heute aus Brasilien, gefertigt von Japanern. Sie setzten ihren Fujiyama in die Landschaft und sie setzten auf das brasilianische Klima. Gute Aussichten für gute Geschäfte. Die Pioniere aus Japan legten in den 50er Jahren den Grundstein für die erste brasilianische Seidenfabrik, die Bratak. Heute der größte Arbeitgeber der Region. Hygiene ist hier oberstes Gebot. Der LKW durchfährt ein Desinfektionsbad, bevor er seine Kokons entlädt. Sie sind nicht für Seide gedacht, sondern für lebenden Nachwuchs. In jedem Kokon eine Puppe.
Die Mickrigen werden aussortiert. Nur Perfekte sind gefragt. Flinke Hände trennen nach kleineren Männchen und größeren Weibchen. Das Schlüpfen müssen sie dann alleine machen. Die Weibchen zuerst. Schwirrend verströmen sie ihren Lockstoff und müssen nicht lange warten. Schon werden ihnen Männchen serviert, rot eingefärbt zur besseren Unterscheidung. Die Massenhochzeit kann beginnen. Und im Eifer des Gefechts ist es bald vorbei mit dem unschuldigen Weiß. Dann folgt die Eiablage. Sie kleben an der Papierunterlage fest. Einige Millionen, Tag für Tag. Den Zeitpunkt für das Schlüpfen bestimmt der Laborchef persönlich. Er bringt das Eierpapier direkt aus der Klimakammer. Im alten China bestimmte Körperwärme den Schlupftermin. Die Bäuerinnen trugen die Eipapierchen in einem Brustbeutel direkt auf der Haut. Die ersten Tage sind für die Miniräubchen besonders riskant. Rund um die Uhr werden sie betreut. Die weitere Aufzucht ist dann Sache der Vertragsbauern. 5000 Familien leben vom Fleiß ihrer Raupen. Die großen Maulbeerplantagen im Staat São Paulo sind das Wahrzeichen der Region Bastos. Das günstige Klima erlaubt bis zu 8 Raupengenerationen im Jahr. Die Bauern sind längst zu Experten geworden, wissen, wie viel Licht und Feuchtigkeit ihre Schützlinge mögen. Die hochgezüchteten Seidenraupen sind äußerst empfindlich. Ihre Kokons spinnen sie in speziellen Faltschachteln. Dann können gleich Dutzende auf einen Streich geerntet werden. Oft kommen die Einkäufe aus dem Ausland zur Qualitätskontrolle direkt nach Bastos. So auch Alessandro D'Angelo aus der Schweiz. Die Basis für eine gute Seidenqualität ist auf jeden Fall ein guter Kokon. Und somit ist der Creador, der Bauer, legt diese Basis. Und dieser hier macht das bereits seit 20 Jahren, also hat viel Erfahrung. Entsprechend macht er schöne Kokons. Die Ernte aus Hunderten von Zuchtbetrieben kommt in die Fabrik. Zuerst müssen die Puppen, die Chrysaliden, abgetötet werden. Das geschieht in einem holzbefeuerten Trockenraum, Lufttemperatur 80 Grad. Hier werden die Kokons durchgeschleust. Das Durchlicht soll Missbildungen bei den abgetöteten Puppen zeigen. Weg damit. Auch die Seide könnte Mängel haben. Kokons der ersten Wahl. Sie füllen ein riesiges Vorratslager, falls der Nachschub einmal ausbleiben sollte. Die Spinnerei, Herzstück der Anlage. Hier werden tagtäglich Millionen Meter Seide von den Kokons gewickelt. Die große Kunst der Seidenproduktion ist, einen möglichst regelmäßigen Faden produzieren zu können. Mit diesen Kokons werden Fäden von 160 Kilometer als Endlosgarn abgehaspelt. Durch Entwicklung und Forschung hat sich Brasilien eigentlich heute auf die Nummer 1 positioniert, betreffend Qualität der Seide. In der Zwirnerei werden die Rohfäden verdrillt und auf Spulen gewickelt. 9000 solcher Spulen laufen rund um die Uhr. Brasilien erzielt derzeit auf dem Weltmarkt Spitzenpreise von etwa $40 pro Kilo Rohseide. Wie sieht der Chef Tsutomu Ishigehara die Zukunft der Seide?
Ja, der Direktor hat 40 Jahre Erfahrung mit Seide und auch heute ist er noch der Meinung, trotz der Technologien und Möglichkeiten kann diese Faser, die als Königin der Fasern bezeichnet wird, nicht ersetzt werden. Die Seidenraupe liefert bis heute ein unerreichtes Spitzenprodukt. Nachhaltig produziert und praktisch ohne Abfall. Selbst die Chrysaliden, die abgetöteten Puppen, sind noch nützlich. Bei der Seidenproduktion wird wirklich alles wieder verwertet. Sogar die Chrysaliden werden zu Fischfutter verarbeitet. Oder wie in Korea kann man die auch als Delikatesse verspeisen. Seidenkokons für schöne Gewänder und auch für schöne Haut. Seide bringt eine neue Dimension in die Kosmetik. Am Anfang stand die Zufallsentdeckung in einer japanischen Seidenweberei. Den ganzen Tag wuschen die Arbeiterinnen Seide aus und trotzdem waren ihre Hände zart und glatt. Es war die Geburtsstunde der Seidenkosmetik, der Seidenseife Savon de Soie. Unter dem Mikroskop zeigt sich das kosmetische Geheimnis des Seidenfadens. Der weiße Seidenleim, das Sericin, besteht aus hautfreundlichen Proteinen, eine kostbare Rohsubstanz für die Kosmetikindustrie. Ausgangsprodukt ist Rohseide, aus Brasilien zum Beispiel. Es kommt darauf an, den Seidenleim möglichst schonend von der Faser abzulösen. Eine Schweizer Spezialfirma setzt dabei auf Überdruck und heißes Wasser. Die genauen Daten sind Betriebsgeheimnis. Im Druckreaktor jedenfalls löst sich das Sericin, macht das Wasser trüb und milchig. Es riecht nach Molke. Aber eingedickt entwickelt es überraschende Fähigkeiten. Ein Test im Labor. Der reine Seidenleim wird als Creme auf die Haut aufgetragen. Und gefühlvoll einmassiert. Ein Computerprogramm überhöht die Unebenheiten der Haut, macht sie zum Faltengebirge. Oben die Haut vor der Anwendung, unten danach. Die höchsten Gipfel sind gelb und davon gibt es unten deutlich weniger, dank Sericin. Das heißt, wir haben eine glattere Haut erreicht durch die Creme. Der ewige Traum von Schönheit, ohne Zweifel ein Wachstumsmarkt. Und das dank einer kleinen, fetten Raupe. Aber auch die klassische Seide hat noch Neues zu bieten. Hier wurde der Faden so dünn wie nie zuvor gesponnen. Die feinste Seide der Welt. Ein ewiger Kreislauf. Die Maulbeerblätter liefern den Rohstoff. Bombyx mori gewinnt daraus Seide für seine Puppenwiege, um schließlich auf wunderbare Weise in neuer Gestalt zu erscheinen. Für viele ist es mehr als ein biologischer Prozess. Das Totengedenkfest in Hanshan macht es deutlich. Für die Pilger ist das Wunder der Seidenraupe ein Symbol für Wandlung und Wiedergeburt. Bis heute im Zentrum die Seidengöttin Lai Zhu, mit der alles begann.